Also die Kombination, die ideal wäre, wäre 1 auf Common und 1 auf Quarter zu nehmen. Alles klar. Und dann nehmen wir nämlich zuerst, wartet mal, wenn ich das jetzt hier retracte. Scheint ihn nicht zu stören, weil ist trotzdem mitberechnet. Haben wir ein Jahr. So, nehme ich das raus. Haben wir 2 Jahre. Okay, das heißt, das Common zuerst und später das Headquarters. Alles klar. So, dann machen wir das so. Wir lassen 1 nämlich auf der Headquarters-Headcommon. Konfiguration, also auf der Headquarters-Konfiguration und das hier auf der Headcommon. Jetzt kann man das kaum lesen. Da. Und das wird das erste sein, was wir rausfahren. Dadurch gewinnen wir erstmal so knappe 2 Jahre an Habitation. Das ist schon mal ziemlich super. Und können später das andere noch extrakten. Und weil die Frage zwischendurch kam, ob ich das nach der Landung umstellen kann, ja, das kann ich natürlich umstellen. Swappable Converter, also ich brauche dann 61 Specialized Parts, 305 Material Kits und 305 Electric Charge. Später, wenn wir Specialized Parts und Material Kits mal herstellen können, das ist gar nicht mehr so weit weg im Tech Tree, dass wir die ersten Produktionsmodule bekommen, dann kann man das auch oben produzieren. Im Moment müssten wir das Zeug halt einfliegen. Deshalb lieber jetzt. Jetzt kostet es uns nämlich nur Material Kits. So, Ende vom Lied. Speichern das mal. Ist, wir haben, glaube ich, soweit fertig mit einer ISRU-Einheit, die Sachen umwandeln kann, hoffe ich. Oh, kann ich die kleiner skalieren? Oh, schlechte Idee. Kleiner wäre die natürlich auch cool, ne? Dann würde sie nicht ganz so viel. Ach, wir lassen die einfach in der Größe. Das passt ja. Okay, also, das ist unsere Last, die wir abwerfen wollen. Jetzt kommt noch ein bisschen was dazu, weil wir hier das Inventory noch nutzen. Und zwar, ich nehme ein paar Eva-Items mit. Und zwar nehmen wir ein paar Schraubenzieher mit. Wir nehmen ein paar von diesen. Na, Connector-Ports mit, genau. Und dann nehmen wir diesmal aber wirklich die. Oh, wie heißen die? Kirby-Dingsbums. Kirby-Trail-Nupsi-Tubes. Eine. Echt jetzt? Ah. Was hat denn da so viel Platz weggenommen? Sind die Dinger echt so groß? Wow. Wow, die sind echt groß. Okay, wir nehmen eine Kirby Tube mit. Wir bauen dann einfach jetzt hier an den leeren Slot gleich noch eine Kirby Tube dran. Einfach weil wir es können. So. Und ich hoffe mal, vielleicht kriegen wir da mit ein bisschen Glück noch eine Relay-Antenne reingequetscht. Nein. Eine kleinere Relay-Antenne? Nein. Eine. Nee, dann lass gut sein. Na gut, erstmal keine Relay-Antenne. Das wäre auch zu einfach gewesen. Genau, wir bauen jetzt noch eine Kirby-Trail-Dingsbums-Sache an. Und zwar eine da so. Ach so, das müssen wir weich machen, damit es funktioniert. Zack. Und dann können wir ja noch eine. Die wiegen ja auch nix, ne? Eine da so. Möge das Clipping mit uns sein. Was kann da schon schief gehen? So, und die bauen wir dann oben einfach ab. Es ist ein bisschen hingeschludert, aber. Für unsere Zwecke wird es ausreichen. Okay, das ist unsere neue Rakete, die wir da mitnehmen. Also, haufenweise Material Kits, damit wir erstmal das eine Häuschen ausfahren können. Wir haben aber das Gewicht gesenkt auf, ich glaube, wir hatten vorher 43 Tonnen oder so mit dem anderen Gerät. Ja,
jetzt müssen wir es nur noch einpacken. Und da kommt jetzt natürlich die wunderbare Magie des Subassemblies zu unserer Hilfe. Denn wir werden als allererstes mal gucken, dass wir hier einen Skycrane wieder draufpacken. So, dann ist der nämlich schon mal vorbereitet. Der wird dann später natürlich hier wieder umdocken und das Ding so absetzen, wie er das mit dem anderen Teil auch gemacht hat. So, 530 Delta V sollten da auch für ausreichen. Und dann nehmen wir den Minmus Heavy Lifter. Das sollte jetzt eigentlich, wenn ich mich nicht total vertan habe, mit dem Minmus Heavy Lifter alles eine relativ einfache Nummer werden. So, und guck mal, was da an Wohnraum auf unsere Körbe zukommt. Und jetzt, oh Gott, lasst mich nicht vergessen. Ich muss die Typen da wieder rauskratzen. Die sollen da natürlich nicht drin sitzen. So. Zack. Genau, Supplies sind auch nochmal ein bisschen mit dabei. Was, bei den oberen Tubes bekomme ich Probleme mit dem Crane. Bei den oberen Tubes bekomme ich... Ah, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich verstehe total, was du meinst. Unabhängig davon würde ich aber gerne Flexitubes mitbringen. Und ihr wisst ja, was ich letztes Mal noch gelandet habe danach. Ha! Ich nehme nämlich jetzt einfach Flexitubes am Skycrane mit. Das ist eh ungefähr 50% besser, weil ich dann nämlich einfach 4 Flexitubes mitbringen kann. So, und die baue ich nachher vom Skycrane ab, wenn ich ihn zerlege. So. Ha! Danke für den Hinweis. Genau, so, jetzt haben wir... ich guck nochmal, bla 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 bla, Orbit, jawohl. Das sollte eigentlich alles hinhauen. Dann machen wir da jetzt noch ein Fairing drum. Ne, wir machen da noch einmal ein Autostrut drum. So. Du Autostruttest aufs Root Part, das passt. So, tick, 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 tick. So, dann kommt ein Fairing außenrum. Mal wieder. Genau, Antennen und so hat das Ding ja alles. Das ist ja alles im Sub-Assembly mit drin. Da müssen wir uns also wenig Sorgen machen. Ich kann auch Mulch mitnehmen, das ist durchaus ein Argument, das stelle ich gleich noch ein. Weil Schaden tut's nicht, wir haben genug Delta V. Wobei der Mulch ja eigentlich durch unsere Spezialkörbels produziert werden soll, aber ich nehme auch mal ein bisschen Mulch mit. Das schadet nicht so sehr, dass uns das wirklich stören würde. Gut. Das ist jetzt unsere Wohneinheit MK1 mit völlig durcheinander Staging wahrscheinlich. Die hat auch irgendwo eine Antenne da, gut verborgen. Genau, der Skycrane wird die Sache nachher landen. Kerbals sind auch keine mehr drin. Das sieht eigentlich alles hervorragend aus. So, zack, zack, zack. Das hier unten ist, jetzt müssen wir es nur noch auf eine Höhe schieben, dass ich auch starten kann, ohne dass mir das peinlich wird. Ja, wir wissen, wir haben hier ein bisschen übertrieben mit der Rakete, aber naja, sie bringt Sachen verlässlich nach Minmus, von daher ist alles gut. So. Den Dockingport will ich nicht im Staging haben. Das will ich tatsächlich per Hand machen. So. Jetzt kontrollieren wir das nochmal. Da haben wir nämlich auch genug Zeit dann nachher. Zack, zack, zack. Das passt alles. Dann kommen die Dinger weg. Jawohl. Dann kommt die nächste Stage. Jawohl. Dann können wir das Fairing aufmachen. Nochmal gucken. 4 Seiten Clamshell 300. Jawohl. Dann kommt hier die Transfer-Landestage. Dann kommt irgendwann der Skycrane. In dem Moment, wo wir das abkoppeln. Achso, die sind noch im Ding sogar. Na gut, Schaden tut's nicht. Ah, stimmt, das schadet vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich dann Control from hier machen kann. Genau, so war das ja. So, Mulch hat man noch reingepackt.
Ja, also ich habe einen Dockingport, mit dem ich ausrichten kann. Alles gut. Die Erinnerung ist auch gerade wieder in meinem Gehirn hochgeploppt. Hier ist der Dockingport, der ist auch hier im Staging. Das heißt, ich kann jederzeit Control from hier machen. Jetzt erstmal einen leckeren Schluck Kamillentee. So lecker. Ja, und dann ab damit nach Minmus, würde ich sagen. Wir wollen ja heute die Base erweitern und nicht nur an der Rakete rumbauen. Also, das ist schon mal der erste Schuss. Das ist mehr Habitation und die Möglichkeit, Sprit herzustellen. Denn das Ohr bauen wir ja schon tatsächlich ab. Das ist ja die. Ich gehe gleich, wenn ich das Ding auf dem Transferkurs habe, gehe ich mal kurz zur Minmus Base und rekapituliere mal noch für alle, die vielleicht nicht mehr. Die vielleicht nicht ganz auf dem Stand sind, wo wir eigentlich stehen, mal ein bisschen, wo wir stehen, nämlich wie die Minmus Base so aussieht. Und der Chat ist seit letzter Woche, nee, seit dieser Woche, Dienstag habe ich es das erste Mal gemacht, ist der Chat jetzt erstmal raus aus dem Screen, aus der Aufnahme. Ihr habt den Chat natürlich immer noch, aber soll ja auch einen gewissen Anreiz geben, live dabei zu sein. Und ich bemühe mich für die Stream-Aufzeichnung natürlich. Das auch ein bisschen zu wiederholen. So, wir starten heute mal im Sonnenuntergang bei nicht ganz so prallem Wetter. Wird schon schief gehen, würde ich sagen. In diesem Sinne 3, 2, 1, Risiko. So. Ab nach Osten. Mit dem Näsken. Gut, das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Lassen wir jetzt hier einen kleinen Gravity Turn vollführen. Ich nehme ein bisschen Schwung raus, dass wir nicht zu schnell unterwegs sind. Ich denke aber mal, das sollte recht entspannt werden, weil wie gesagt, die andere Basis hat, glaube ich, am Ende fast, also irgendwie 15 Tonnen mehr gewogen oder so. Das andere Basisteil. Hallo auch an den Idel. Und wir haben Stage Sap. Und jetzt können wir mal ein bisschen aufdrehen hier mit der Main Stage. Wir lassen uns durch einen schönen Gravity Turn durchtragen. Genau, also das müsste relativ schmerzfrei gehen. Mittlerweile auch mit Sonnenschein und die schlimme Wolkendecke haben wir hinter uns gelassen. Sind doch auch ganz schöne Bilder, die man sich da angucken kann. So. Jetzt gehe ich hier mal ein bisschen vom Gaspedal runter, dass der Gravity Turn noch weiterziehen kann. Bevor wir wieder hochtrotteln. Währenddessen kommen wir auch durch ein paar unangenehme Schichten durch. Also mittlerweile ist die Atmosphäre auch schön dünn. So, bei 40 Grad. Landescheinwerfer brauche ich bei der Minmus Base nicht mehr. Die brauche ich tatsächlich nicht mehr. Da ist genug beleuchtet. Und der Rover steht auch noch da und beleuchtet die gesamte Landezone. Also da bin ich relativ unbesorgt, dass ich das hinbekomme, ohne Landescheinwerfer zu haben. So. Gut, der Weg in den Orbit sieht gut aus. Mal ganz kurz aus und entledige mich des Fairings. Zack. Weiter geht's. Dann können wir hier nämlich schon mal alles vorbereiten auf den Flugbetrieb. Zack und zack. Sehr schön. Dann jetzt nochmal schnell und flach hoch in unseren Orbit. Wir sind jetzt bei 60, 63 Kilometer pro Höhe. Wir werden jetzt gleich einmal ins Dunkel verschwinden. Ich bringe uns auf 80 Kilometer zum Coasten hoch. Wir haben genug Strom, um das auch zu überstehen.
Gut, wir coasten einmal in Richtung unserer Apoapsis und zirkularisieren dann kurz. Das sollte kein großes Ding mehr sein. Ich denke, das schaffen wir sogar noch mit der momentanen Primärstage. Dann geht's auch schon rüber in Richtung Minmus. Und ich glaube, da müssen wir gleich mal gucken. Okay, wir sind gleich bei der Zirkularisierung angekommen. So, und jetzt, ich habe vorhin irgendwie ein paar Sachen verpasst, habe ich so das Gefühl. Erstmal, vielen lieben Dank an den El Horsto für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Und das gleiche gilt natürlich auch für Verox on Air. Gerade eben noch dazugekommen mit einem Follow. Willkommen euch beiden bei den Körbonauten und ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. Und jo, wir machen jetzt hier mal, würde ich sagen, den Zirkularisierungsburn, ne? Nochmal ordentlich Gas geben. So, und damit sind wir dann auch im Orbit. Yay! Und das war natürlich Gott sei Dank auch schwer genug, um nochmal das volle Bonuspaket von Massive Scale Launches mitzunehmen. So, und das Schöne ist, wir kriegen sogar noch den Descending Node, bevor wir rausbrennen nach Minmus. Das heißt, wir machen das heute mal so richtig, richtig vorschriftsmäßig. Plane-Anpassung und allem drum und dran. So, als ob wir richtig professionelle Astronauten wären. So, gut genug. Sehr schön. Also. Ah, El Hosso, also ein Zuschauer der YouTube-Aufzeichnung der Serie. Sehr schön. Dann bist du ja tatsächlich auf dem Stand und kannst jetzt mal live mit dabei sein. So, wir coasten jetzt nochmal rüber in Richtung unseres Inklinationsanpassungsmanövers. Hoffentlich stelle ich mich heute mit dem Umkoppeln des Skycranes ein bisschen besser an. Das hat letztes Mal nicht so perfekt funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Schöne ist, wenn wir das Modul hier unten haben. Oh wow, dreht er echt so langsam? Wenn wir das Modul hier unten haben, haben wir ganz viel nach dem Ausfahren an Material Kits. Dann können wir nämlich den ganzen Kodderkram, der da noch rumliegt, also so übrige Bauteile, ich habe glaube ich einen Raketenteil abgestellt und so, können wir dann alles zerlegen. Und, fuck, ich will gar nicht dahin. Und können dann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Können dann die Material Kits wieder einsammeln, die dann hoffentlich bald. Ja, es dreht sich ein bisschen träge. Ich habe den Node verpasst, aber es ist nicht ganz so wild. Das ist. So, ich gebe jetzt ein bisschen Schub, die Drehung zu beschleunigen. Jetzt sind wir zumindest grob in Richtung Node unterwegs. Da können wir die Material Kits schon mal wieder auffüllen mit, ich sag mal, Ersatzteilen. So, da ist mein Manöverchen. Mit so ein bisschen Schub wird das auch was mit Manövrieren. So, und jetzt brennen wir das schnell noch hinterher. Wird schon reichen. Wird schon reichen. Da ist echt noch. Da sind noch 72 Delta V drin in der Stage. So, das ist eh durch das Manöver. Also gut genug, dass wir Minmus auf jeden Fall treffen werden. Und dann würde ich mal sagen. Dorse irgendwo. Nee, das wollte ich nicht. Wollte schon meinen eigenen Kurs haben. Zack, in 4 Minuten. Sonnenaufgang. Das müsste ganz gut passen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen. Huch, ein bisschen spät. Och, ist gar nicht so. Ist gar nicht so schlecht. Minmus Peri von 2,2. Hoppala, da kommen wir sogar noch mal auf dem Rückweg am Mond vorbei. Schön. Na, da können wir es doch bei 400 Kilometern belassen. Den Rest machen wir dann vor Ort. So, Manöver in 4 Minuten. Ich würde mal vorschlagen, ich fange mich schon mal an zu drehen. Ich kann leider im Moment, das ist ein bisschen verflixt, irgendwie will Persistent Rotation im Moment nicht so, wie ich will. Also ihr erinnert euch, früher konnte ich solche Scherze hier abziehen, dass ich jetzt in Zeitraffer gehe und der weiter rotiert. Das funktioniert im Moment leider nicht.
Da muss ich noch gucken. Das ist eins der Mods, die auch leider das Update nicht so gut überstanden haben. Ja. Wird irgendwann wieder kommen. Also ich habe Persistent Rotation nicht heimlich still und leise rausgenommen. Im Gegenteil, ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, dass ich eigentlich erwarte, dass meine Raketen weiter rotieren. Funktioniert, wie gesagt, leider nicht. Und ich glaube, Planet Shine. Ja gut, jetzt sind wir auf der hellen Seite, aber Planet Shine tut's im Moment leider auch nicht. Aber wie gesagt, nach und nach mit der 1.3 alles gerade ziehen. Ich sag mal, die elementaren Mods, die wirklich wichtig sind fürs Spiel, die tun alle, was sie sollen. So, wir sind gleich auf unser Manöver ausgerichtet. Da bin ich mal gespannt. Also wir haben ja auch schon ein bisschen Habitation vor Ort. Meine Erwartungshaltung wäre jetzt eigentlich, dass wir wirklich mit diesem Modul und dem ersten aufgeblasenen Habitation-Dingsbums und natürlich der Verbindung zur Basis. Was wäre meine Erwartungshaltung? Also ich würde schon davon ausgehen, dass wir die Habitation auf so 2 Jahre vielleicht ein bisschen mehr hochgezogen bekommen. Das wäre schon richtig gut. Weil für mich sind das hier alles noch Vorübungen in Richtung Duna, die ja darauf abzielen, dass wir das später auch mal an einem Planeten weit, weit entfernt machen können. Und deshalb jetzt auch diese Kolonisierungsmodule. Ich versuche halt, wie gesagt, jetzt die Vorbereitung zu treffen, dass wenn wir Duna aufgeklärt haben und noch ein bisschen mehr Technologie haben, dass wir dann natürlich eine Kolonisierungsflotte in einem Startfenster losschicken, die eine gewisse hohe Chance hat, auch erfolgreich zu sein und auch genug Habitation dabei zu haben, dass die nicht alle zu irgendwelchen durchgeknallten Touristen werden. So, ich nehme mal ein bisschen mehr Zeit mit rein, weil mein Triebwerk wird jetzt gleich relativ schwach werden, verglichen mit der vorigen Stage. So, das ist hier nämlich. Ups. 2 Minuten und ein bisschen, echt jetzt? Ah, ihr seht, bisschen schwach. Das braucht jetzt einen Moment. Da habe ich mich ganz schön verkalkuliert. So, SRS mal wieder an. Gut, aber unsere Stromerzeugung läuft über unser einsames Solarpanel da drüben. Jo, und jetzt heißt es schon mal, können die schon mal auch überall die Beleuchtung anmachen, damit wir immer gute Positionsparameter haben. Die ganzen Mods brauchen auch nicht Rechenleistung. Ja, es kommt immer darauf an. Es gibt Mods, die brauchen viel Rechenleistung. So Optik-Kram ist schon ein bisschen aufwendiger. Jetzt irgendwie so Kiss-Kiss mit irgendwelchen Inventory-Sachen nicht so viel. Klar, wenn man sich sehr viele Mods draufschmeißt, irgendwann wird es einfach viel. Das ist so. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Aber ich sage mal, klein anfangen und dann einfach mal gucken, was einem Spaß macht. Also ich finde, es gibt ganz viele Mods, die Haufen, also die sehr unaufwendig auch für die Performance sind, die unheimlich viel Spielspaß bringen. Also sowas wie Tech Life Support oder hier eben DOSI Life Support, Remote Tech, KISS und CAS. Ich finde, wenn man die Sachen hat, hat man schon einen ganz großen Sprung gemacht an Dinge, die einem das Spiel plötzlich gibt, also die EVAs machen plötzlich Sinn, man kann Sachen im Weltraum bauen oder auf Planeten wieder auseinanderbauen, man hat Live-Support, man hat echte Funkverbindung, wobei echte Funkverbindung eigentlich, finde ich, seit der 1.3 nicht mehr zwingend nötig ist, oder 1.2 ja sogar schon. Das kann man auch ohne Remote-Tech machen. Und alles danach ist eigentlich Bonus-Dreingabe, meiner Meinung nach, wo man sich dann nochmal angucken kann, was man noch rausholt, was man aber nicht unbedingt braucht, um total abgefahrene Dinge jetzt noch zu tun. Ich muss sagen, ich habe auch früher viel mit Tech Life Support gespielt und bei RSS ist es natürlich auch mit dabei. Ich finde aber bei USI Life Support dieses Habitation-Ding echt schick, muss ich sagen. Also ich finde, das ist wirklich eine tolle, tolle Sache eigentlich, dass die Kerbals irgendwann einfach nach Hause wollen und Platz brauchen. Man kann die halt nicht in so eine kleine Kapsel stecken und sagen, hier, da wohnst du jetzt mal 4 Jahre, ich hab dir genug Essen mitgegeben. Sondern so ein Kerbal hat halt noch ein paar andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel sich auch mal bewegen zu können. Und das finde ich eigentlich ganz gut gemacht bei USI Life Support, muss ich sagen. Gibt ja noch viele andere. Es gibt ja auch noch, oh Gott, wie heißt das andere? Kerbalism, glaube ich, das ist auch nochmal ziemlich brutal mit Strahlung und so. Das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu viel gewesen, weil da bin ich echt nirgendwo mehr hingekommen. Ich hatte es mal ausprobiert. Habe mich dann aber dagegen entschieden.
es echt ein bisschen zu stressig war. So, ich bereite ein kleines Korrekturmanöver jetzt nochmal vor gerade. Dann kommen wir auf einen schönen Vorbeiflug von 110 Kilometern Höhe. Da können wir dann bremsen. So, das ist in 36 Minuten der Fall. Snacks ist auch ganz angenehm, genau. Wobei Snacks, finde ich, ist halt einfach nur eine einfach gemachte Form von Life Support. Tech Life Support, das vereinheitlicht halt diesen ganzen Kram, den man mitschleppt, auf Snacks. Was ich auch völlig okay finde, ist ja hier genauso, dass es Supplies sind einfach. Man sieht sie hier auch irgendwo, hoffe ich. Genau. Man hat halt einfach Supplies mit dabei. Auch okay. Wo haben wir denn einen Supply-Tank, der leer ist? Ah, da hätte ich Supplies reinstecken können. Na, gut zu wissen fürs nächste Mal. Okay. Genau, Supplies und Snacks, finde ich, ist die gleiche Abstraktion. Das ist auch völlig okay, ob man jetzt Supplies oder Snacks oder eben alles einzeln in Sauerstoff, Essen, Wasser und so. Es kommt ja aufs Gleiche hinaus. Wie gesagt, diesen Habitation-Effekt, das finde ich relativ spannend. So Supplies und Snacks finde ich sehr, sehr deckungsgleich. Und natürlich kann man das Habitation-Zeugs auch ausschalten, wenn man da keinen Bock drauf hat. So, jetzt machen wir noch dieses Manöver. Bisschen noch. Aha, das war ein bisschen zu viel, aber ist egal. Ist hier draußen keine ganz exakte Wissenschaft. So, und dann gucken wir uns einmal die Minmo Space an, denn noch ist sie knapp im Tageslicht. Können wir mal schauen, was die da so treiben. Den ganzen lieben langen Tag. Hui, so. Ah ja, ein bisschen noch. So. Ach, sogar ein bisschen flacher geworden noch. Sehr schön. Gut, dann switchen wir jetzt mal hier rüber. Ne, halt. Wir machen uns hier ein Manöverchen. Add Manöver. Das ist, ja, das können wir auch tatsächlich... Ups, das war ein bisschen viel. Entschuldigung. Ich will es eigentlich nur für die Glock haben. Zack, zack. So. Und dann können wir hier mal kurz runtertoben. Und uns angucken, was auf Minmus so geht. So, und dafür gibt es erstmal einen leckeren Schluck Kamillentee. Ah, okay, schön, schön den Rover erwischt, genau. Was ich meine ist halt hier den Skycrane, den habe ich ja noch. Dann habe ich hier bei einer Landung, die... Ihr erinnert euch vielleicht an diese glorreiche Landung. Ich glaube, das war das der Rover sogar? Ich weiß es gar nicht. Das Ding noch abgesetzt. Und ja, hier ist unsere Basis, wobei die momentan noch aus zwei Teilen besteht. Wir haben da einmal den Basisteil, den ich eigentlich gerne hier verbunden hätte. Da waren auch hier drin, ja, im nicht vorhandenen Inventar die Kirby-Trails, Kirby-Tubes drin. Das hat leider nicht funktioniert. Und hier haben wir unsere Abbaueinheit, die mittlerweile auch hoffentlich ein bisschen was abgebaut hat. Naja, 125 Euro, das ist besser als nix. Und ein bisschen... Gypsum-Reserven sind auch schon da. Das können wir eigentlich auch mal vereinheitlichen. Da müssen wir nicht ganz so viel Platz wegnehmen. So, zack, zack. Und dann können wir das hier retracten. So, nimmt das nicht ganz so viel Platz. Ich meine, okay, da ist immer noch 46 Platz drin. So, und hier wird hoffentlich fleißig... Warte mal, irgendwo hatte ich Agroponics gestartet. Da... die haben auch mittlerweile 69 Tage. Ich glaube, das letzte Mal, als wir hier waren, hatten sie noch 64 Tage. Also die nehmen jetzt immer schön ihr Pupu und den Dünger und machen dann raus in dem einen Ding schon mal ein bisschen Essen. Hier drüben ist noch nichts. Die sind halt nicht an die Produktion mit angeschlossen. Die sammeln aber schon fleißig Mulch, hoffe ich. Irgendwo sammelt ihr doch hoffentlich Mulch. Genau, leider ist das auch schon voll. Das müssen wir jetzt mal direkt der Produktion zuführen. Die haben aber auch noch ein bisschen Zeit, 102 Tage. Ich bin ein bisschen leise, findest du? Also eigentlich bin ich so wie immer, hoffe ich. Wenn nicht, sagt mir gerne mal Bescheid, dann muss ich das Mikro näher ranziehen. Aber eigentlich sieht's auf den Mikrofonausschlägen ganz normal aus, so wie es immer ist. Aber schreibt das gerne im Chat, wenn ihr denkt,
Ich wäre heute ein wenig leise. So, gut. Also so viel zur Minmus-Basis. Da können wir jetzt im Moment gar nicht so viel Spannendes tun. Was wir aber mal tun können. Wir haben da noch einen Vertrag offen. Science Data from Space Around the Moon. So, da haben wir doch eine Raumstation. Da könnte man doch, wenn ihr versteht, was ich meine, einfach mal die Science-Daten abliefern, um, naja, die Mission zu erfüllen und Geld dafür zu kriegen. Hilft ja immer, habe ich gehört.